Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Aufnahme von Smite. Oder neuen Part, keine Ahnung. Diesmal spielen wir Persephone ADC. Ich hatte ja angekündigt, ich hab sie noch nicht ADC gespielt, aber alle anderen Rollen und mal schauen, wie es läuft. Es kann lustig werden, weil ich plane sie auf Attack Speed zu bauen. Ich mag die Auto-Attacks total gerne. Aber das kann lustig werden. Also Hunter's Blessing. Schuhe. Und probieren irgendwie das zu machen. Weil ich denke, das könnte auch so richtig gut funktionieren, wenn man, wenn eine Passive drin ist, wenn die Passive funktioniert. Dass man, hier mal mehr Schaden mit den Ausschlägen macht und halt nicht sich übertrieben viel hitten muss. Eigentlich wollte ich Mitte gehen mit Hera, weil das nicht gewünscht wurde, aber ich habe Mitte nicht bekommen. Vielleicht geht sie doch die offene Mitte und ich habe mich dazu entschieden, später nochmal eine Runde aufzunehmen und Hera zu spielen und da habe dann das Glück, Hera zu bekommen. Aber gerade habe ich es nicht und ich nehme es trotzdem mal auf. Daher, Persephone ADC, es kann lustig werden. Yes. Ich überlege, ob ich vielleicht heute noch... Mal schauen, was alles heute noch laufen wird, was ich erst noch aufnehmen werde. Es ist schon recht spät und ich probiere irgendwie eine Aufnahme hinzubekommen, weil ich hatte jetzt nicht groß viel Zeit heute. Also mal schauen, was es wird. So. Ich habe Cerberus als Support. Ach, er wardet, nice. Guan war klar, okay. Zack. Okay, ich muss jetzt hier mal. Zack. Minions farmen. Das war knapp. Mir fast Schaden gemacht. Ich probiere eine Mischung, natürlich eine Mischung aus hier Magic und Mage und Attack Speed zu gehen. Wie bei jedem Charakter, den man. Wow, Dankeschön für den Auto-Attack. Der sehr gut funktioniert hat. Ja, ich mache den Abend trotzdem Schaden gemacht. Das Gute ist, ich mache halt sogar so recht viel Schaden. Alter, das verwirrt so übertrieben hart, dass es explodiert. So. Zack. Der hat auch einen recht guten Clear an sich. Wenn ich Damage hätte. Weil da ich gerade auf der Text mit dir, ist das noch nicht. Wieso sind die schon Level 2 gekommen? The fuck? Hä? Jens hat diese eine Wave. Okay, ich bin jetzt auf Level 2. Nice. Zack, ich helfe mir ein bisschen. Und ich brauche auch meine Passive. Wäre schon recht schön. Zack. Über meine Saplings hin tun. Pow, Explosion. Ach, jetzt machen die mal den Buff drüben. Etwas blöd. Aber naja. Kann ich jetzt nicht groß viel gegen machen. Der Cerberus hat so viel Schaden bekommen. Dafür kann ich dann wahrscheinlich gleich hier meine Pflanzen loslassen. Zack. Das ist immer so schön, als wenn dann da diese Teile auf die Gegner zu rennen. Das Blöde ist, Der Sylvanus, genau. Dass der Sylvanus hat die ganze Vorstehen, ist ein bisschen blöd gelaufen. Weil dadurch fokussen die Pflanzen ihn. Du musst ein bisschen vorsichtiger sein, ich mache noch nicht so übertrieben viel Schaden. Hold on, amigo. So, okay. Warte, wer ist mit. Ach ja, Kulkan. Zack. Kann der mal nochmal losrennen und Schaden machen. Das Gute ist, ich heile mich halt recht gut. Durch Pflanzen und so weiter. Muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, das war's mit dir. So gut. Kann ich halt einfach rückwärts springen können. Ich bin bestimmt auch bescheuert. Zack. Hier, jetzt greif du mal an und du auch. Dankeschön. Ich probiere ein bisschen Mana wieder herzustellen. Pflanzen greift mal an. Zack. Ich muss halt nur die ganze Zeit vorsichtig sein, dass mich der Sylvanus nicht grabt. Zack. 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 Das Blöde ist, halt am Anfang mache ich noch nicht viel Schaden. Ich habe aber auch nicht wirklich viel Attack Speed und sowas. Aber halt trotzdem noch den Clear. hier. Okay. Genau. Oh, okay. Der existiert nicht mehr.
Enemy missing left, das wäre vielleicht mal wichtig. Ich denke, dass der Neja gleich bei uns auftauchen wird. Hört sich recht wahrscheinlich an, weil er ja vorne, weil er ja schon gerade da bei den anderen war. Zack. Zack. Hey. Ich muss ein bisschen vorsichtiger sein hier vorne. Weil ich aber auch, wie gesagt, ich mache noch nicht so super viel Schaden. Das ist halt, ich habe halt erst angefangen. Ganz war noch nicht weg. Soll ich gleich auch mal tun. Ah, dann greift er den an. Greift ihn an. Oh, that's too bad. Da ich mir hier ein paar Pflanzen hin. Falls sie sich mal weiterentwickeln sollten. Zack, zack, zack. Ein bisschen clearen. Ich mach doch nicht so super viel Schaden an den Minions, aber ein bisschen. Ist ja eh immer gut. Ach, vielleicht können wir, schaffen wir es sogar vor den Level 5 zu werden. Nee. Schade. Greif mir bitte an. Zack. Nee, ich bin right back. Oder? Der ist schon Level 5, wirklich, ich bleib noch so lange da, bis ich auch Level 5 bin. Und dann gehe ich back. Das wäre irgendwie besser. Gerade mal für den Anfang. Zack, okay. Ich habe die Wave noch und dann. Oh, nice. Out of mana. Be right back. So. Oh, nice, ich komme weg, oder? Oh ja, sie hat mich in Ruhe gelassen. Sehr nett von ihr. Zack, dann, hier, wo ist Attack Speed? Okay, warte, ich warte noch kurz. Ich kaufe mal. Nee, ich würde lieber Pots kaufen. Wäre mir gerade irgendwie sicherer. welche Attack Speed Items rechnen kaufen? Ich kann die Ringe kaufen. Das ist ja. Das Gute ist auch hier der Toxic Blade mit dem, hier, mit dem Basic Attack und, hier, gegnerische Heilung runter und so. An die hier, genau. Zack, ein paar Pflanzen um, herum, um das Teil herum verteilen. Die Teile explodieren lassen. Und zack. Ich wollte ihn gerne nehmen. Awesome. So, die ist Level 6. Ist das schon geschafft? Okay, ich wollte gerade sagen Enemy Missing, aber das ist ja da. So, keine großen Sorgen machen. Zack, okay. Be careful. Zack. Aber der Schaden ist wirklich immer sehr schön. Das läuft die Pflanze auf die Gegner zu. Weil, wenn man auf den, die Pflanzen entwickeln sich auf die nächste Stufe, wenn man in den drin steht. Also wenn man, bei denen herumspringt. Ach, schade. That's too bad. Ja, hätte es bei meiner Ulti und könnte sie nochmal probieren zu killen, aber das lasse ich lieber. Kali ist. Oh, was? Zur Hölle. Nein! Ach, Curses. Ich hab damit komplett nicht gerechnet, dass sie nicht mehr auftaucht. Was macht er jetzt da gerade? Fuck. Mano! Das wollte ich jetzt. Ich hab komplett nicht damit gerechnet, dass die noch irgendwie auftaucht. Ich dachte, die wäre jetzt einfach weggegangen. Also hätte ich jedenfalls gemacht. Oh Mann. Schade, weil ich mache halt nicht so super viel Schaden. Wie gesagt, ich gehe auf Attack Speed. Wenn ich dann mal irgendwie einen Attack Speed hätte. Weil es dauert recht lange, bis ich irgendwie viel Attack Speed habe. Zack, zack. Jetzt tauchen die Teile auf, super. Jetzt das Teil down und zack. Das geht natürlich sehr schnell. Das Runtermachen von den Viechern. Also das Farmen von Camps, deswegen ist finde ich sie auch im Jungle sehr cool. Wenn man dann irgendwie mehrere Pflanzen da hat und dann springt, dann explodiert halt alles komplett. So, zack. Lass ein paar Pflanzen hier hin tun. Zack. Die kommt ja auch nicht weg.
So. Ein bisschen Schaden an ihm mache. U-Rock. Alter, der macht richtig hart viel Schaden. Awesome. Das war richtig nice. Das ist der Chat, der Server ist cool. Das ist richtig, richtig nice. Zack. Das Gute ist, ich mache halt später auch noch recht viel Schaden, einfach schon durch meine Fähigkeiten und durch die Pflanzen drumherum überall. So, oh, hallo. Müsste ein bisschen feuchtiger sein. Oh, nice. Hi. Ich hau einfach mit meinem Autotext drauf. Was macht man denn sonst als Persephone? So, ich kann jetzt mal weggehen, bekomme dann ein bisschen Geld durch meine Passive. Und kann dann mal schauen, was ich jetzt tue. Zack, Money bekommen. Und, ach, ein Ward doch. Na gut. Sogar zwei Wards. Zwei Wards sind immer schön. Die Karte, also, ich will wissen, wie viel Schaden der Cerberus macht. Der macht dann irgendwie übertrieben viel Schaden. Und nice, ihr habt schon 1,46 Tech Speed. Das könnte gut werden. Ich finde einfach Persephone's Autotext sind übertrieben nice. Also, wenn man hier die Animation und auch das Gefühl von denen. Ultimate ist ready. Also, falls er angreifen wollen würde. Oh. Alter, die Ulti ist so scheiß unfair. Enemy missing. So, ist das Teil noch da? Oh, hi! Schön, dich zu sehen. Cancel that. So, dann kann ich hier, zack. Ah, oh, das ist schon gleich entwickelt gewesen. Nice. Ist immer schön. So, jetzt auch bald meine, so in 50 Sekunden meine Ulti wieder. Da ist noch ein bisschen, aber ist auch zu weit. Ey, hi. Ich will mir kurz den Damage Buff nehmen, wenn er noch da ist. Wenn ich drüber springen würde über die Wand. Oh, ich bekomme ihn sogar noch. Nice. Zack. Ultimate ist down. 30 Sekunden, wenn wir sie noch 30 Sekunden hier lassen, hier halten können, dann wäre es übertrieben nice. Okay. Zack. Autsch, das ist wehgetan. Das war nicht doll, aber ein bisschen. Hier. Das ist, halt blöd, dass. Oh, nice. Aber irgendwie, die Pflanze rennt noch hinterher. Sorry. Aber 7 Kills in. Alter. 7 Kills mit so einem nice Bild bisher. Essen dringend ist doch auch nice. 70 Magical Power. Was bringst du mir? 90 Magical Power. Ich glaube, ich nehme sogar Air-Talkans Ring und danach den anderen. Danach Hasten Ring. damit kann ich dann mehr, habe ich dann trotzdem mehr Magical Power und kann ein bisschen mehr Schaden dabei ranhauen. Ich denke, es wäre sogar gar nicht mal so schlechte Idee, würde ich am Ende hier den Rod of the Hootie kaufen, oder? Warte, was? Und das muss werden. Weil ich bin blöd. Was stand jetzt? Ja. Nice, aber wird es bekommen. Ich bin zu weit weg. Sorry, ich war dazu mein, viel zu weit weg. Um da irgendwas tun zu können. Au. Hi. Ich bin tot wahrscheinlich. Oder? Ah! Oh. Das war knapp. Bekommt er ihn? Nee, wahrscheinlich nicht.
Alter, richtig, das läuft richtig, richtig gut gerade. Der Movement Speed. Ja, das ist lustig, es macht Spaß. Die anderen Lanes laufen jetzt nicht so übertrieben, das, oder? Ich finde es sehr schön, also eigentlich die ganze Arbeit macht eigentlich der Cerberus am Anfang. Ich finde es sehr schön, dass ich irgendwie normalerweise in Mitte läuft mit ihr nicht so gut, da sterbe ich so oft. Und als Jungler sterbe ich auch öfters mal, aber als ADC, wo sie einfach natürlich hingehört, zu 100%, sterbe ich irgendwie nur zweimal. Und das auch nur wegen meiner eigenen Blödheit. So. Zack. Ich habe einfach immer noch Waveclean und so. Ultimate is ready. Also, ne, cancel that. Ist down. Komm ich da genug rüber? Ah, ich beeil mich. Ultimate is down. Meine Passive! Ich hasse es! Es ist so unfair, es ist so scheiße, es ist so kacke. Es ist scheiß Passive. Also halt wirklich, wieso funktioniert die nicht? Wie scheiße hat irgendwie programmiert, dass die Passive nicht funktioniert? Also nicht immer funktioniert. Es ist so unfair, kacke, scheiße. Das ist halt, ich kann da stundenlang drüber meckern. Und sie funktioniert immer nicht. Also immer mal in einer Runde komplett gar nicht. Und das ist halt kacke unfair. Weil dann denkst du, oh nice, jetzt kann ich den killen, obwohl er mich getötet hat. Und möchte diesen wichtigen Teil der Fähigkeiten von Persephone nie ausnutzen. Und was passiert? Nein. Stirb einfach. Obwohl du genug Stacks hast für die Passive. Es ist kacke, es ist scheiße, also halt wirklich. Die müssen übertrieben hart was verkackt haben. Und dass sie das nicht auspatchen, ist halt übertrieben und kacke. Also halt wirklich. Weil sowas bräuchte man hier... Ich weiß nicht, Instant-Patches oder so. So Mini-Patches immer wieder mal. So. Wow, was war das gerade, bitte? Das Teil los. So, jetzt können wir gleich zu dritt die Gegner killen. Zack. Ja, Top Damage als ADC. Was ist denn da bitte passiert? Also irgendwie Rides nicht so nice gelaufen. Eigentlich ja schon, aber. Zack. Hey, wann rennst du? Awesome. So, dann kann ich hier schnell. Zack. Minions clearen. Geh ich mal schnell back. Oder? Ja, ich geh back. Hol dann meine. Hol dann die nächsten Items. Und hol mir dann gleich einen hasten Ring. Dann kann ich noch mehr Schaden raushauen. Also halt, wie funktioniert das? Es funktioniert eigentlich komplett gar nicht. Es sollte nicht funktionieren, es ist komisch. Es ist unnötig, es ist verwirrend. Also, dass ich so viel Schaden mache. Aber genau, jetzt ist das Teil verschwunden natürlich. Hier, wir können auch das mal angreifen, oder? Zack. Mein Checkspeed. Zack. Ich weiß nicht, übertrieben viel Schaden, aber ein bisschen was. Nice. Also, ich hätte meine Ult jetzt auch wieder. Ich bleibe mal beim Cerberus. Sprechen ist wirklich schwer, muss ich mal sagen. So. Oh, das Schaden ist auch schwer. Oh. No.
Okay. Kurzer Cut. Okay, sorry. So, okay. Jetzt kann ich mich wieder auf den Weg machen. Excuse you. Normally I see the value. Excuse you. So, okay. Vielleicht noch mal probieren, meine Ulti ist gleich wieder da. Reicht mir schon mit den Saplings nochmal ein bisschen pflanzen. Eine Passive aufladen. Okay. Oh ne, ich muss mit Medusa da hinten. Defend. Da muss ich mich schon auf den Weg machen, aber ich glaube, das bekomme ich nicht mehr hin. Alter, wie sie immer nicht rüberspringt. Sie ist zu schnell. Ja. Ich komme in dieser kurzen Zeit nicht schnell genug hin. Schön, dass mich das noch getroffen hat. Zack. So. Oh, nice. Oh. Ist das gerade wirklich passiert? Ist das gerade ernsthaft passiert? Okay. Gut, dass das gut zu wissen, dass das überhaupt möglich ist. Ich hab's komplett gar nicht gesehen. Sehr interessant. Ich find's auch sehr schön, dass die Kali einfach die ganze Zeit mich fokust, also mich killen möchte. ihre Passive auf mich draufsetzt. Etwas nervig. So, zack. 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 Und da waren die Teile weg. Nice. Ich kann mal probieren, hier right, nein left, den Tower zu pushen. Also, ja, mit meinen Auto-Tags. Zack. Ich mach ein bisschen Schaden an den Viechern. Also ein bisschen, 3 Auto-Tags sind tot. Das geht halt, ich kann halt nicht kritten, das ist ein bisschen kacke. Ernsthaft, sie rennt weg? Was war das für ein Versuch, mich zu killen? Sehr interessant. Ich könnte einfach raus. Also, ich könnte sprinten und hier rausspringen. Das hat wirklich sehr gut hier Persephone, dass er diesen Sprung hat. Und die fighten da hinten jetzt irgendwie eine Stunde lang, so wie es aussieht. Wie kann man das Teil, den Tower angreifen? Das war vielleicht auch mal eine Idee. Wenn ich schnell genug rankomme, dann kann ich ulten noch. Auch nur wenn ich schnell genug rankomme. Sieht nicht so aus. Woher hat sie ein Schild? Also cool kann. Sie überrascht mich. Zack! Oh, was? Wer möchte hier aufmucken? Ah, das war doch so schön. Zack! Ein bisschen Text ist immer gut. So, ein bisschen raufhauen. Sehr schön. Okay, da geht's jetzt weg. Gut zu wissen. Und ich hau einfach drauf. Ja, das ist immer schön. Und sie möchte auch weggehen, interessant. Das hoffentlich dann schon klar, dass das Tor kaputt ist. Ich denke nicht, dass es so schon klar war. Aber er ist kaputt. Weil... Hallo Kali. Was eine Pleasure, dich zu sehen. Wow. Das ist funktioniert überraschend gut. Das ist schön. Ich bekomme natürlich auch ein bisschen durch die ganzen Fähigkeitsschaden, also Fähigkeitsstärke, die die Viecher haben. Hi. Nein, danke. Verdammt, ich bin tot. Ich wieder. So, zack. Ein bisschen draufhauen. Er macht immer noch Top Damage. Hier unten, bitte. Alter, die Medusa nervt übertrieben hart. Die nervt übertrieben krass. Die Frau. Die kann ja nicht einfach aufhören. Toxic Blade ist immer schön. Ich habe jetzt 2,31 Attack Speed. Ich glaube, jetzt kann ich es auch lassen.
Was bist du? Das hört sich auch sexy an. sorry. So, okay. Ich hab immer noch top damage. Ich bekomme jetzt noch nicht mehr so viele Kills, aber das läuft trotzdem. Ich muss aber beim Team bleiben, ich darf nicht alleine laufen. Das ist halt ein bisschen kacke. Weil ansonsten sterbe ich ja. Also wenn ich dann alleine irgendwo stehe, dann sterbe ich. Wenigstens habe ich auch noch okay gemacht. Ich weiß gar nicht, wer mich gekillt. Habe ich überhaupt jemanden gekillt? Ich bin immer Kali's Target. Das ist halt auch cool, dadurch, dass ich hier meine Passive habe, bekommt Kali ihren Reset nicht direkt. Oder ihr Leben und sowas wieder zurück. Wenn ich es richtig verstanden habe. Also ist es für sie übertrieben bescheuert, mich als Target zu nehmen. So, ein bisschen mehr Schaden. Ich probiere jetzt mal hier irgendwie zu verteidigen, weil ich sehe Medusa schon wieder hier stehen. Aber wahrscheinlich könnten die mich eigentlich auch gebrauchen. Ein bisschen, ein kleines Dilemma. Dieser Tech-Speed ist halt schön. So, also dann pushe ich hier einfach mal durch. Ja, mein Team stirbt da vorne. Ultimate ist ready, ich beeile mich rüber zu kommen. Ja, dann könnten wir vielleicht noch ein bisschen Schaden raushauen. Ja, da oben ist ein Tor gefallen. Was passiert jetzt? Bin verwirrt. Okay. Hi. Ich glaube, du möchtest hier nicht rüberfahren, hier nicht rüberkommen. So, zack. Ich will hier ein bisschen was tun. Hi. Macht irgendwie nicht so unglaublich viel Schaden. Was mich etwas traurig macht. Meine Fähigkeiten machen da eher Schaden. Zack. Einfach ein bisschen draufhauen. Zack. Willst du mich mal in Ruhe lassen, bitte? Da wäre ich sehr dankbar für. Weil den ganzen Gegner fehlen, das wird nicht halt übertrieben hart. Okay, ich überlege, ich lebe noch. Oh Gott, da hinten. Heil ich mich? Nope. Dafür habe ich mir noch die Pflanzen. Brauche ein bisschen Tech-Speed. Ein bisschen, hier. Lifestyle. Wäre mal eine Idee. Zack. Solange ich das noch nicht habe, kann ich mich an meinen Pflanzen noch ein bisschen hochheilen. So. Und machen Tor recht viel Schaden. Zack. Okay, Bird. Dann wollte ich mich mal wegkaufen. Hier, verkauf meine Schuhe? Nee, ich weiß nicht. Du bringst halt 15. Ich warte noch kurz. Okay. Wer ist denn geleftet? Der Guan Yu. Der für mich am anstrengendsten war. Guan Yu hat mir verdammt viel Schaden immer gemacht. Also nicht verdammt viel, aber schon ein bisschen. War etwas anstrengend. Das läuft halt wirklich überraschend gut die ganze Zeit. Zack. Aber ich mache halt immer noch mehr Schaden durch meine Fähigkeiten als durch meine Autotext, lustigerweise. Also das ist gleich mal so nice. Aber es sieht lustig aus. Das ist das Wichtigste. So, und es ist hoffentlich auch entertaining. Wenn ich dann irgendwie 10 Milliarden Attack-Speed. Hallo. Oh wow. Okay, that's too bad. Hat ein bisschen Schaden rausgehauen, aber die hat mir halt übertrieben viel Schaden gemacht in kürzester Zeit. Sorry. Das ist halt, ich muss bei meinem Team bleiben. Ich hab jetzt komplett nicht damit gerechnet, dass sie mich so leicht killt. Aber ich habe halt auch nur mindestens 2000 Leben. Ich glaube, manchmal ist das Sound etwas zu laut, oder? Kann das sein? Hier, was hast du? Du hast eigentlich genauso viel. Ich habe halt einfach so viel Schaden. Und die hat ihre Ulti gehabt, das war halt ein bisschen blöd. Warte, ich verstehe nicht, ich habe sie doch gestunt. Wie kam es von der Ulti raus? Kommt man mit der Kali-Ulti aus der Persephone-Ulti raus? Das würde mich interessieren, mal zu wissen. So, okay. Das war Schaden. Weißt du was, jetzt schau an dich.
kaufen wir dich und dich. Meinst du das? Okay, hat man noch genauso viel Text wie vorher. Kann mir gleich dann nochmal hier. Was warst du? Dich? Nein. Du? Attack Speed. Ja, das hier. Kann mir jetzt das Bridgebett nochmal kaufen. Habe ich wieder mehr Text. Bekomme ich dann mehr Attack Speed, als ich vorher hatte. Okay, ich probiere rüberzukommen. Ultimate. Okay, auch nicht. So, zack. Bisschen Schaden. Ich sollte vorsichtig sein. So. Zack. Dann soll ich jetzt mal wegrennen. Ich sollte dezent wegrennen. Ich kann probieren, hier die Goldfree zu machen. Weil die hätten, glaube ich, gar keine gemacht heute. In dieser Runde. Zack. So. Dann passt hier auch mal schön wieder aufzuladen. Daher. Ein bisschen Schaden ist immer gut. Och nö. Ach, du wirst mich doch verarschen. Uff. Der hat den Vorteil vom Crit und sowas. Und ich habe halt immer, nicht wirklich viel Schaden. So, oh, da hinten die Kali. Nein, ja, zu schnell. Nein. Oh, wow. Okay. Wenn die einfach wegjumpen möchte. So, was willst du jetzt machen? Be careful. Das ist keine gute Idee, was auch immer du da probierst. So, ich kann ein bisschen Schaden rausholen, aber... Oh, nice, das war... Ernsthaft? Okay. Probieren das einfach zu zerstören. Nur jetzt Textbild kann ich ja. Ein paar Pflanzen drumherum verteilen. So, ein bisschen Schaden. Bist du tot? Hier noch ein paar Pflanzen tun. Was kann nirgendwo genug Pflanzen geben? Ei. Zack, wieso? Na, wieso denn? Ich verstehe es nicht. Wir hätten da bleiben können. Aber wieso? Wir hätten noch da bleiben können. Okay, wer ich möchte niemand. Ich verstehe schon. Also, wir können das beenden. Du kannst es eigentlich easy beenden. Ja, bitte. Dankeschön. Nice. Eine coole Runde, sag mal. Die Top Damage und so, ich bin mal schon, wie viel Schaden ich gemacht habe. RIP. Ich finde ja schon alle Runden normale Runden mit Persephone funktionieren nicht, aber die ADC-Runde, die beste. Hier, du warst komplett geguided. Und der Rest war wirklich gut. So. 38. Ich hätte wahrscheinlich noch mehr Schaden machen können. Ja. GG. Aber er hat halt auch einfach schon fast 2000 Schaden gemacht. Na, 20.000 ist das ja. Und ich habe mehr Schaden als der Gegner schon easy gemacht. Okay, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von solchen interessanten Runden sehen wollt, abonniert gerne mal den Kanal. Lasst gerne ein Like da. Schreibt mir nochmal in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Ob irgendwelche interessanten Sachen. Wie gesagt, Hera dürfte noch als nächstes kommen. Spätestens morgen. Okay, nochmal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.